Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen und ihr noch zu den 80% meiner Zuschauer gehört, die nicht abonniert haben, dann lasst gerne mal ein Abo da, ist kostenlos und ihr verpasst dann in Zukunft keine Videos mehr. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nämlich auch wirklich überhaupt kein Video mehr. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und heute haben wir ziemlich alte Skins wieder drin, also die beiden Skins kamen ja, glaube ich, Season 1 oder Season 2 schon rein. Das heißt wirkliche OG-Skins, hier die Farmbomberin, war auch schon wirklich Ewigkeit nicht mehr im Shop, ist ein nice Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann der Farmkanonier, der kam ja etwas später dazu, das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich ein OG-Skin. Dann die Regenbogenwucht-Spitzhacke, die gab es damals auch schon, ist allerdings sehr, sehr teuer mit 1500 V-Bucks, was eigentlich der Preis einer legendären Spitzhacke wäre. Dann der Farmballon, der kam auch später rein. Ist aber trotzdem eigentlich ganz nice Gleiter. 1200 V-Bucks sind dafür auch in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir hier den Funky Kommando Skin. Der ist auf jeden Fall auch komplett OG. Hat allerdings später immer den zweiten Stil hier bekommen. Die goldene Disco-Kugel war, glaube ich, auch nicht ganz von Anfang an drin. Ist aber ziemlich ein nice Backpack, wie ich finde. Der Skin an sich ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich weiß gar nicht, die Disco-Diva kam, glaube ich, auch etwas später rein, aber auch immer so Season 4, Season 5. Das heißt auch schon mittlerweile weitaus mehr als ein Jahr zurück. Und war auch sehr, sehr selten im Shop. Hier allerdings nur eine silberne Disco-Kugel. Sieht leider nicht ganz cool aus. Ich fände, hier hätte eine silberne Disco-Kugel fast besser zugepasst als hierzu. Der Skin an sich gefällt mir ein bisschen besser. Ist auch etwas günstiger als der männliche. Dann haben wir die Disco-Trubel-Spitzhacke. Immer wenn man Spitzhacken stark macht, kommt diese Musik, die auch damals beim Disco-Dominanz-Spielmodus drin war, bei den Tanzflächen. Ist aber eine sehr, sehr laute Spitzhacke und auch eine sehr große Spitzhacke, deshalb nicht wirklich zu empfehlen. Dann haben wir den Schlappohr-Skin. Einmal in der Standard- und in der schwarz-weißen Variante. Ist ein nice Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Die männliche Variante finde ich nicht ganz so cool. Hier gibt es zwar auch die beiden Varianten, aber so persönlich finde ich, dass der hier einfach ein bisschen cooler aussieht, ein bisschen mehr dran hat als der Skin hier. Dann ist dazu die Presslufthacke, Spitzhacke verfügbar. Ja, grüne Spitzhacke ist in Ordnung, kann man sich kaufen, aber auch nichts allzu Besonderes. Dann der Flauschsegelgleiter, wo man hier zwar Stile ändern kann, was allerdings nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Hier oben ändern sich nur die Schriftzeichen von Hund, was das bedeuten soll, zu Kaninchen. Ist in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall kaufen, aber die Stile, also wenn man einen Gleiter mit verschiedenen Stilen haben will, dann sollte man den auf jeden Fall nicht kaufen. Dann haben wir die Raufbeutel, ein Marineskin. Das heißt, ja, schön in blau gehalten und noch eine Camouflagehose. Sieht schon sehr, sehr cool aus, kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir den Extraterrestrial-Emote. Auf jeden Fall ganz nice Musik. Auch die Bewegungen sind definitiv in Ordnung. Dann haben wir Zusammenreißer. 200 V-Bucks ist allerdings auch kein wirklich spezieller Emote. Der Straßenschlepper-Skin ist wiederum ein ziemlich cooler Skin. 1200 V-Bucks auch vollkommen in Ordnung. So klassisch, so ein bisschen Freestyle-mäßig, ja, straßenmäßig eben halt gehalten. Sieht aber cool aus, hier mit der goldenen Kapuze und so. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir den Pizza-Party-Mode. 200 V-Bucks auf jeden Fall vollkommen in Ordnung für den, Emote. Ja. Dann haben wir noch die Magma-Lackierung, war damals die erste animierte Lackierung, weshalb ich sie mir auch gekauft habe, weil ich dachte, das wären immer so spezielle Lackierungen. Mittlerweile gibt es ja animierte Lackierungen wie nichts anderes, wenn man mal hier schaut. Das sind alle animierte Lackierungen und ich habe mir keine, bis auf die eben halt davon gekauft. Der Rest war alles so in irgendwelchen Challenges und die meisten sehen auch wirklich cool aus. Ja, die habe ich mir tatsächlich gekauft. Aber wie ihr seht, das sind alles blaue Lackierungen, wenn man sich auch mal anguckt. Hier habe ich eigentlich bei allen die blauen Lackierungen drin. Hier sogar nur eine grüne Lackierung, die nicht mal animiert ist. Hier auch keine, die animiert ist. Weil die einfach mittlerweile alle cooler aussehen als dieses hier, wo dann im Prinzip nur einfarbig einmal alles rübergeht.
finde ich schon cooler, wenn man irgendwie so Aspekte hat, die sich so ein bisschen abheben. Zum Beispiel bei der Lackierung, die ich mir auch gekauft habe, war es ja auch so, die eigentlich auch noch ganz cool aussieht. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.